Sie war in den ersten Trainingstagen sehr neugierig. Was erwartet sie da? Als mit Jürgen Klopp natürlich eine sehr lange Zeit, auch 7 Jahre zusammen. Und so die ein oder anderen Trainingsinhalte sind ja doch dann anderer Natur. Und wie ich sie erlebe, ist sie sehr, sehr offen für Neuerungen. Wir haben keine klare Ansage gemacht, es gibt keinen neuen Stürmer mehr. Wir haben gesagt, dass wir ihn abgeben, löst keinen Automatismus aus. Und wir haben nicht die absolute Notwendigkeit. Schauen uns den Markt weiterhin an, aber es muss natürlich auch absolut sinnhaft sein. Ja, im Moment ist alles vorstellbar und die Entscheidung wird getroffen, wenn sie getroffen werden muss, wie das ist mit Entscheidungen. Und auf jeden Fall ist jetzt gar kein Zeitpunkt gekommen, der Torwartfrage was zu entscheiden. Wir wollen auf jeden Fall dahin kommen, dass die Mannschaft das Talent strahlen lässt und nicht umgekehrt, dass wir die Talente brauchen, um uns zu retten. Und da ist ganz wichtig, dass wir dann am Ende auch nicht die Mannschaft mit theoretischen Modellen überfrachten und mit einer gewünschten Flexibilität überfordern, die vielleicht sogar gut sein könnte am ersten Spieltag, aber die uns unseren Automatismus nimmt, die uns was Leichtes nimmt. So. Also es darf nicht dahin gehen, dass es jetzt alles auch dort, in denen weniger ist mehr. Das sind wir und können wir auch gar nicht, so überhaupt nicht als Vorwurf und gar nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, sondern es ist einfach jetzt völlig wertfrei gemeint, da sind wir nicht da, wo wir sein wollen. Dann gibt es noch viel zu tun.